Ich bin der Flamur Schorämmer, den Freitag, den 29. Oktober 2021. Gleichnennung machen, ein Zweitel plus ein Siebtel, was gibt das? Auch da wieder überlegen wir uns, wie können wir das? Was ist die kleinste gemeinsame Zahl? Oder jetzt muss ich schauen, wie das genau heisst. Also auf welche Zahl müssen wir die beiden Werte erweitern, damit wir, also wir können das jetzt zum Beispiel lösen über 70. 2 kann man auf 70 erweitern und 7 auch, aber wir schauen lieber, dass wir vielleicht, also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, und dann merken wir, bei 14 sind wir doch schon am dort, wo wir sein wollen, dann haben wir 14 und 14, das ist eine gemeinsame Zahl. Wir könnten aber auch weitergehen jeweils. 28 wäre auch eine. Und damit es eben die kleinste Zahl ist, wo gleich ist für beide Termen, rechnen wir auch 2 mal 7 jeweils. Das heisst, wir erweitern den vorderen Term, also damit wir da, sagen wir, damit wir da z, gemeinsame Zahl, damit die da gleich ist, rechnen wir 2 mal 7. Das heisst, der vordere Term können wir um 7 erweitern und der hintere Term um 2. Gut, wenn wir jetzt den vordere Term erweitern wollen, dann rechnen wir 1 Zweitel und dann unten dran mal 7 und oben dran mal 7 plus 1 Siebtel. Unten dran rechnen wir dann da mal 2. Dann müssen wir aber oben auch mal 2, damit das da wieder gleich ist wie das 1 vorher. Und dann haben wir da 1 mal 7, das ist 7, und 2 mal 7 ist 14. Plus 1 mal 2, das ist 2, geht auch doch 7 mal 2, ist wiederum 14. Und jetzt haben wir da 7 plus 2, geht auch doch 14, und das ist 9, geht auch doch 14. Und 9 ist 3 mal 3, 14 wiederum, das ist, was ist das für eine Zahl? Das ist 2 mal 7. Wir können da nicht weiter vereinfachen. Und mit dem haben wir das auch schon. 9. Also 1 Zweitel plus 1 Siebtel geht 9 geteilt durch 14. Kann das überhaupt sein? Die Hälfte von 14 ist 7. Das heisst, 9 geteilt durch 14 ist etwas mehr als 0,5. Und auch hier oben haben wir etwas mehr als 0,5. Grundsätzlich könnte das stimmen. Jetzt kann man das noch ausrechnen. 9 geteilt durch 14. Das ist 0,642857. Wir rechnen noch 0,5 plus in Klammern 1 geteilt durch 7. Und haben hier den gleichen Wert. Also stimmt das. Die Zahlen hier, die sehen jetzt etwas einfach aus. Aber wichtig ist, dass man wirklich das Prinzip versteht, und zum Teil, um das Prinzip zu verstehen, ist es einfacher mit den einfachen Zahlen oder mit den einfacheren Zahlen das Prinzip zu lernen, und dann kann man immer noch mit den schwierigen, auch wenn man da, ich meine, ist ja nicht unbedingt schwierig, wenn man jetzt hier hinschreibt, 5 Zweitel plus 3 Siebtel, da ändert sich nicht viel dran. Ich zeige dir, was sich ändert. Also das Einzige, was sich hier ändert, ist, die ganze Logik bleibt die gleiche, aber wir müssen dann einfach hier oben dann 5 mal 7 rechnen, wenn wir hier geteilt durch 7 haben. 7 geteilt durch 7, und hinten müssten wir dann 2 geteilt durch 2, und dann rechnen wir oben 3 mal 2 und hier 5 mal 7. Das ist alles. Gut.